Wissenschaft beginnt mit der Wahrnehmung der Welt. Aristoteles entwickelte zum Beispiel eine genetische Stufenfolge von bloßem Wissen zur Wissenschaft. Demnach beginnt Erkenntnis mit unseren Sinneswahrnehmungen, dem Sehsinn beispielsweise. Leider fangen hier bereits die Schwierigkeiten an. Nicht immer erkennen wir alles mit bloßem Auge und nicht immer ist das, was wir sehen, auch das, was es ist. Was muss alles mit in Betracht gezogen werden, wenn wir wissenschaftlich, das heißt kritisch und objektiv sehen wollen? Diese Frage betrifft auch die Hochschullehre, speziell Videos in der Hochschullehre. Bereits der lateinische Begriff Video verdeutlicht dies. Videre kommt von sehen, wahrnehmen, erblicken, erkennen. Ich sehe also nicht nur Videos, sondern Videos können helfen, etwas zu sehen und zu erkennen. Sie können unsere Erkenntnisfähigkeit also nicht nur unterstützen, sondern auch mitkonstituieren. Das liegt zum Beispiel an den Abstraktionsprozessen, die eine Videoproduktion voraussetzt. In dem Moment, wo ich als Studierender oder überhaupt als Person etwas audiovisuell kommunizieren möchte, muss ich mir Gedanken machen über den Inhalt. Ich muss mir eben auch Gedanken machen, wie kann ich diesen Inhalt pointiert auf mein Kommunikationsziel ausgerichtet mit dem Medium transportieren. Und das setzt absolut Abstraktionsprozesse voraus, von denen ich davon ausgehe, dass sie natürlich lernwirksam sind. Auf diesem Grundsatz baut das neue Konzept forschendes Sehen in Anlehnung an das sogenannte forschende Lernen auf. Ja, gerade für den Hochschulraum, für Hochschulen und Universitäten ist das forschende Lernen ja eine sehr interessante Methode, wie man Studierende quasi auch zu einem sehr aktiven Lernen aktivieren kann. Das ist für uns auch der Ausgangspunkt gewesen. Die Grundidee, das forschende Sehen abzuleiten als eine spezielle Form des forschenden Lernens. Und da liegen eben auch die großen Potenziale drin. Zum Beispiel, indem ich Studierende daran anleite, methodisch zu sehen. Also nicht irgendwo hinzuschauen, sondern mit zum Beispiel Hinweisreizen, Prompts, eine Blickführung zu machen an einem Gegenstand, eine Sache, ein Untersuchungsthema. Damit ist ein aktives, methodisch organisiertes Sehenlernen im akademischen Kontext gemeint. Video ist integraler Bestandteil davon. Insbesondere das sogenannte Social Video Learning. Social Video Learning baut auf dem Begriff der Interaktivität auf. Damit ist der gemeinsame Austausch einerseits zwischen den Studierenden gemeint, andererseits zwischen den Studierenden und der Lehrperson. Dieser passiert über den Kommunikationsanlass Video und kann so aussehen. In dem Moment, wo ich Zeitmarken genau eine Anmerkung mache, weitere Informationen liefere, können andere auf meine Gedanken zugreifen, das in Beziehung setzen zum Video. Derjenige oder diejenigen, die produziert haben, können über die Fragen, die Anmerkungen nachdenken, in Dialog mit den Rezipienten treten. Und so entsteht im Grunde so ein Informations- und Lerngeflecht, das zunehmend wächst, je mehr die Beteiligten sich über den Inhalt, im Grunde den Kommunikationsanlass Video, austauschen. Praktisch gesehen können interaktive Videos zwei Interaktionstypen enthalten. Teacher-Fragen als formatives Assessment und Kommentare, respektive Fragen der Studierenden. Durch solche Teacher-Fragen sehen Studierende und Lehrpersonen, wie gut eine Sache verstanden wurde. Typischerweise erscheint zum Beispiel eine Single-Choice-Frage mit einer richtigen Antwort. Verständnisfragen sind besonders wirkungsvoll, wenn die Konsequenzen der gewählten Antwort im Anschluss direkt gezeigt werden. Zeitmarkengenaue Kommentare oder Fragen mittels Text und Zeichnung ermöglichen andererseits die kollektive Interpretation oder Reflexion der im Video vermittelten Sache. Das Besondere an Social Video Learning als Methode ist, dass Studierende quasi dieses Video stoppen können an beliebigen Stellen. Und dort ihre Kommentare einbetten können. Und das kann nicht nur einer machen, sondern das können eben alle machen. Und dadurch entsteht ein Videodialog, ein Videodiskurs. Entsteht ein vielseitiges Bild von Fragen, von Meinungen, von Problemstellungen. Und das ist eben das Neue und das didaktisch sehr Interessante. Video eignet sich außerdem dafür, das Prinzip der Perspektivität zu verhandeln. Zum Beispiel während der Rezeption. Wenn ein Video gesichtet wird, kann gefragt werden, was seht ihr denn eigentlich?
Darüber kann man sich austauschen und diskutieren, was für unterschiedliche Dinge in demselben Video entdeckt werden können. Aber auch für den Produktionsprozess spielt Perspektivität eine Rolle. Denn es kommt darauf an, aus welcher Perspektive etwas gefilmt wird. Dieselbe Aussage kann nämlich ganz anders wirken, je nachdem, ob sie von oben, auf Augenhöhe oder leicht von unten gefilmt wird. Schließlich können unterschiedliche Aufnahmen derselben Situation über die Kommentarfunktion wieder in Bezug zum ursprünglichen Video gesetzt werden. Das ist eine weitere Möglichkeit des Social Video Learnings, dass Videoinhalte kombiniert werden, sowie als Annotation zu einem bereits bestehenden dazukommen können. Video eignet sich also als Methode, um den Blick zu schärfen und von der reinen Sinneswahrnehmung kollektiv zur wissenschaftlichen Erkenntnis zu finden. Dieser Ansatz birgt Potenzial für die Gestaltung moderner Online-Umgebungen an Hochschulen. Studierende können auch ohne umfangreiche Vorkenntnisse über Wahrnehmung und Beobachtung lernen. Sie können es mit wissenschaftlichen Ansprüchen verknüpfen, sodass daraus eine forschende Tätigkeit wird. Wie wichtig das genaue Hinschauen für die Wissensgenerierung ist, zeigt ein Zitat von Benoit Mandelbrot, als er gefragt wurde, was ihn zum Erfolg geführt hatte. Er antwortete: Wenn ich etwas suche, schaue, schaue und schaue ich und spiele mit den Bildern herum. Ein Blick auf ein Bild ist wie das Ablesen eines wissenschaftlichen Instruments. Ein Ablesen ist nie genug.